Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nein, doch. Und heute gibt es das September-Quiz. Beim letzten Mal gab es ja das Oktoberfest-Quiz und dieses Mal machen wir das September-Quiz. 2018 natürlich. Und es geht gleich los mit Runde 1. Dieter Zetschke hat seinen Rücktritt für 2019 angekündigt. Für welchen Konzern war er seit 2006 Vorstandsvorsitzender? Daimler, Siemens, Bosch oder Allianz? Ich tippe auf Daimler und das ist auch richtig. Glaube ich, habe ich irgendwo gehört. Zu welchem Zweck sollten weite Teile des noch bestehenden Hambacher Forsts gehodet werden? Bau von Kernkraftwerken, Ausbau von Fracking-Bohrstellen, Förderung von Braunkohle oder Erweiterung der Autobahn A4. Es ist zur Förderung von Braunkohle, habe ich auch mal heute gehört. Da hört man immer sehr viel, wenn man da Nachrichten hört. Unter welchem Motto lief das Konzert gegen Hechts in Chemnitz? Wir sind mehr, Chemnitz kann anders, gegen Rassismus oder nie wieder Hechts? Wie war das? Ich glaube, nie wieder Hechts. Wir sind mehr, okay. Ja, Quizduell macht mal wieder, was es will. Ich habe die erste Frage von 100 zwar noch gar nicht gespielt. Schau mal, was das wäre. Am 6. September hatte die neue UEFA Nations League ihren Auftakt. Wofür können sich 4 Nationalmannschaften dadurch qualifizieren für die EM? Das hätte ich gewusst, ja. Mein Gott, Quizduell, das regt mich wieder auf. Letztens gab es auch Probleme beim Oktoberfest-Quiz. Da hat Quizduell einfach mal eine Runde vorsimuliert. Aber jetzt spielen wir noch die nächsten zwei Fragen. Wie lautet der Name der neuen Sammelbewegung der Linken? Aufwecken, einschlafen, aufstehen oder einsammeln? Ich tippe mal auf aufstehen, das ist auch richtig. Wussten auch 76%. Für welchen erfolgreichen Computer-Animationsfilm kam nun nach 14 Jahren die Fortsetzung in die Kinos? Oben, Ratatouille, die Monster AG oder die Unglaublichen? Keine Ahnung. Da tippe ich einfach auf die Unglaublichen. Und das ist sogar richtig. Also ich verstehe echt nicht, was hier mit Quizduell falsch läuft. Schon wieder das gleiche Problem wie gerade eben. Ich kann einfach die erste Frage immer nicht beantworten. Bei der ersten Runde geht es noch, aber dann irgendwie bei Runde 2 und 3. Ja, das ist natürlich falsch. Schauen wir mal, was hier die Frage gewesen wäre. Eine Unterart des Hammerhais hat laut neuen Forschungen überraschende Essgewohnheiten. Was gehört zur Art der Kost? Okay, das hätte ich wahrscheinlich hinbekommen. Weil Plastik-Gummibärchen eher unwahrscheinlich ist. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch zwischen Seekas und Phytoplankton geschwankt, aber was ich dann genommen hätte, weiß ich nicht. Also, naja, machen wir halt die nächsten beiden Fragen noch. Ein Bauer aus Burkina Faso erhält den alternativen Nobelpreis für seine Weiterentwicklung der Zai-Methode. Was erhöht diese Technik? Lebenserwartung von Tieren, Stabilität von Strohhütten, Bodenfruchtbarkeit oder Niederschlag auf Hügeln? Bodenfruchtbarkeit ist richtig, habe ich auch gesagt. 18% wussten es ebenfalls. Welche Tennisspielerin unterlag Naomi Osaka im Finale der US Open und legte sich mehrmals mit dem Schiedsrichter an? War das nicht Serena Williams? Ja, stimmt. Wussten auch 83%. 6 Fragen habe ich nach 3 Runden richtig beantwortet, was ein ziemlich guter Schnitt ist. Für mich eigentlich wären es 7 gewesen, aber Quizduell wollte das ja verhindern. Jetzt läuft es irgendwie komischerweise wieder besser. Bei Runde 4 kann ich jetzt alle 3 Fragen spielen. War bei den letzten beiden Runden nicht so. Daniel Kübelberg wird seit dem 9. September vermisst. Wodurch wurde er bekannt? Wenn das, wer wird Millionär? Deutschland sucht den Superstar oder Popstars? Er wurde tatsächlich durch Deutschland sucht den Superstar berühmt. Ist ja auch von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen. Wenn man den Medien hier glauben darf. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ja, leider gestorben ist. Man geht von Selbstmord aus bei ihm. Aber naja, weiter geht's. Wovon wurde er vor kurzem zur Simulation eines Ölaustritts 440.000 Liter in die Ostsee gelassen? Kann ich euch auch noch raten. Popcorn ist die richtige Antwort. Okay. Tischtennisbälle. Hat die Mehrheit von Team Deutschland gesagt, also da waren sich alle irgendwie nicht so einig bei dieser Frage. Welcher Fußballer ist neben Cristiano Ronaldo auf dem diesjährigen Cover der Sonder
Edition von FIFA 19 zu sehen. Lionel Messi, Neymar, Thomas Müller oder Harry Kane? Und ich tippe hier auf Harry Kane. Es ist Neymar. Okay. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Und in Runde 5 gibt es jetzt schon wieder dieses Problem, dass die erste Frage man gar nicht beantworten kann. Das nervt einfach. Was war hier die Frage? Im September veröffentlichte die UNO einen Bericht, wonach im Jahr 2017 weltweit 821 Millionen Menschen, wovon betroffen waren, unter Ernährung verunreinigtes Trinkwasser, Bluthochdruck oder Atomimmunkrankheiten. Okay. Ich weiß nicht, was da falsch ist. Ich kann einfach dann ein paar Fragen nicht beantworten. Das regt mich halt auf. Sonst wäre die Quote natürlich noch besser. Aber ändern kann man da irgendwie auch nichts. Ich verstehe das alles nicht. Nach der größten russischen Militärübungszeit 1981 plant die NATO im Herbst ein ähnliches Manöver mit über 40.000 Soldaten. Wo? Norwegen, Polen, Spanien oder Irland? Einfach irgendwas einlocken und Norwegen ist richtig. Polen haben die meisten gesagt, ich habe auf Irland getippt. Er verkörperte unter anderem die Figur des Bandit im Film Ein ausgekochtes Schlitzohr 1977. Nun verstarb der Schauspieler. Von wem ist die Rede? Keine Ahnung. Da hatte ich. Und ich habe richtig geraten. Burt Reynolds? Nein, doch. Und auch in Runde 6 kann ich wieder alle drei Fragen spielen. Also irgendwas ist hier falsch bei Quizduell. Naja, Runde 6. Erste Frage. Welche der folgenden Serien wurde bei der diesjährigen Emmy-Verleihung als beste Dramaserie gekürt? Game of Thrones, Westworld, Haus des Geldes oder Stranger Things? Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Da kann ich hier nur raten. Game of Thrones, okay. Welche deutsche Stadt hat sich laut neuen Wetterdaten seit dem Jahr 2000 am schnellsten gegenüber dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts erwärmt? Gera, Stralsund, Bremen oder Karlsruhe? Das habe ich nicht mitbekommen. Da muss ich raten, ich gehe auf Stralsund, weil das liegt ja auch am Meer und da ist es immer etwas wärmer. Das ist auch richtig. Die Mehrheit hat auf Karlsruhe gesetzt. Der Austragungsort der Fußball-EM 2024 wurde am 27. September bekannt gegeben. Wo wird diese stattfinden? Und das ist natürlich, weiß ich, natürlich bei uns hier in Deutschland. In Bayern wird nur in München gespielt. Mal schauen, ob ich da mal hingehe zu einem Spiel bei der EM. Da bin ich ja dann 23, also wäre es theoretisch möglich. Weitere Austragungsorte sind Berlin, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund und noch zwei andere, glaube ich. Also bin ich mir gerade nicht sicher. Aber die, wo ich jetzt gerade aufgezählt habe, da findet auf jeden Fall die EM 2024 voraussichtlich statt. Definitiv nein. Am Ende habe ich 10 von 18 Fragen richtig beantwortet. Eigentlich wären es 11 von 18 gewesen. Aber Quizduell ließ mich 3 Fragen überhaupt nicht mal beantworten. Was ich auch ein bisschen schade finde natürlich. Weil Quizduell auch so eine wirklich richtig gute App ist, aber manchmal gibt es da anscheinend irgendwelche Fehler, die man nicht nachvollziehen kann. Na, nichtsdestotrotz, gute Leistung von mir, 10 richtige Fragen beantwortet, das ist über meinem Ziel. Mein Ziel ist ja, die Hälfte richtig zu haben, also 9, und ich habe heute 10 geschafft. Bin ich schon zufrieden mit, und somit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.